وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد und wir machen das بارك الله فيكم von الاقتصاد في الاعتقاد الاقتصاد في الاعتقاد von Abdel Ghani al-Maghdisi, geboren 541 und starb er 600 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat zuletzt gesprochen darüber, dass die besten Generationen den Glauben gehabt haben, dass sie die Namen und Attribute Allahs bestätigt haben und dass sie die Namen und Attribute Allahs nicht verleugnet haben. Und sie haben die Sunna praktiziert. Und dann sagt er, فَمِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ وَنَطَقَ بِهَا كِتَابُهُ وَأَخْبَرَ بِهَا نَبِيُّهُ أَنَّهُ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ كما أخبر عن نفسه فقال عز من قائل في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الرعد الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن وقال في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فهذه سبعة مواضع أخبر الله فيها سبحانه أنه على العرش. Der Autor sagt, Barakallahu fikum, von den Attributen Allah subhanahu wa ta'ala, die Allah sich selber beschrieben hat, und das steht in seinem Buch, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das erklärt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich empor erhoben hat über seinen Thron. Wer selber von sich selbst berichtet hat, dass er über seinen Thron ist. Wer sich selber beschrieben hat, subhanahu wa ta'ala. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-A'raf, die Surah 7, die Ayah 54. Sura 7, Ayah 54. 54, ja. Sura 7, Ayah 54. Wahrlich, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, in 6 Tagen. Dann hat er sich auf seinem Thron empor erhoben. Und in Sura Yunus, die Sura 10, die Ayah 3, auch das Gleiche. Wahrlich, euer Herr ist. Und in Sura Ar-Ra'd, die Sura 13, die Ayah 2. Allah subhanahu wa ta'ala, euer Herr, der die Himmel ohne Säulen hält, und dann hat er sich über seinen Thron empor erhoben. Und in Surah Taha, die Surah 20, die Ayah 5. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Der Allerbarmer über seinen Thron empor erhoben. Und in Surah Al-Furqan, die Surah 25, die Ayah 59. Thumma istawa ala al-Arsh. Dann hat er sich über seinen Thron emporgehoben. Und in Surat al-Sajda, die Surat 32, die Ayah 4,
derjenige, der die Himmel und Erde erschaffen hat, und was dazwischen ist in 6 Tagen, dann ist er emporgehoben auf sein Thron. Und in Surat al-Hadid, die Surah 57, die Ayah 4, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Himmel und Erde in 6 Tagen erschaffen, dann ist er emporgehoben über sein Thron. Da sind 7 Stellen. In diesen Stellen hat Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt und erklärt, dass er über seinen Thron ist. Barakallahu fikum, al-istiwa. Al-istiwa. Das ist eine, das ist ein Attribut von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist eine spezifische Hoheit. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Hoheit. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Hoheit erstmal in der Macht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Hoheit in der Stellung. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist an sich selbst in der Hoheit, das wird erst über alles. Das sind 3. Ulu al-Qadr, Ulu al-Makana wa Ulu al-Zat. Die Attribute hat Allah subhanahu wa ta'ala, oder dieses Attribut von Allah subhanahu wa ta'ala ist belegt durch Beweise. Und wenn wir das nur verstandmäßig nehmen wollen, dann gibt es keine Klarheit hier. Aber weil wir 3000 Beweise haben, 3000 Beweise, dass Allah subhanahu wa ta'ala in der Hoheit ist, dass er über alles ist subhanahu wa ta'ala, dann müssen wir das bestätigen. Speziell dann von dieser Hoheit ist Al-Istiwa. Das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala über sein Thron ist. Oder er hat sich aufgehoben, über sein Thron. Könnte man sagen. Erhoben. Emporgehoben? Emporgehoben. Erhoben nur. Ich meine, wir sollten suchen die beste Form, nicht dass man auch, dass diese Mubtadi'a oder diese Lügner, dass sie eine Lücke finden, dann sagen, ja, machen, was diese Leute erzählen. Ja, wir erzählen, was im Arabisch ist. Allah, subhanahu wa ta'ala, hat die Eigenschaft von Al-Istiwa. Er hat es selber gesagt im Koran. 7 Stellen hier gerade erwähnt. Dass Allah über alles ist, das ist eine Eigenschaft Allahs, die mit Beweisen und mit Verstand und Wahrnehmung und logisch und natürlich auch Fitrat zu belegen ist. Allah ist der Allhöchste. Es gibt niemanden, der höher als Allah subhanahu wa ta'ala ist, bezüglich Stellung und bezüglich Macht. Und was ist mit seinem Wesen, auch wesensmäßig? Ist er über alles subhanahu wa ta'ala. Allah hat Wesen. Die Leute, die Bid'a begangen haben, diesbezüglich, haben 2 sozusagen Wege genommen. Einige von ihnen, Al-Iyadu Billah hat ein sehr schlimmes gesagt. Sie haben gesagt, Allah ist in seinen Geschöpfen und er ist sozusagen wesenmäßig mit ihnen. Und Schlimmeres, manche von ihnen haben gesagt, Allah ist in den Bäuchen von den Tieren und in den Halsen von Vögeln und in Herzen vom Scheich und so weiter. Ja. Manche sagst du ihm, wo ist Allah? Der sagt, in meinem Herzen. Andere
Die haben gesagt, sagt sowas nicht. Allah ist weder oben noch unten, rechts, links. Nicht links und nicht nicht links. Nicht recht und nicht nicht recht. Nicht oben und nicht nicht oben. Nicht unten, nicht nicht unten. Ich sage dir, erkläre mir, was das Nichts ist. Du sagst nicht da und nicht nicht da. Nicht recht und nicht nicht recht, nicht oben. Also sie haben Allah als Nichts zu nichts erklärt. Und deshalb sagte Ibn al-Qayyim, rahimahullah, als er diese Leute erwidert hat, er hat gesagt, diese Leute glauben an keinen Gott. Oder sie glauben an Existenz Allah nicht mehr. Weil wenn man so Allah erwähnt, dann ist das Nichts und das geht nicht. Andere dann von diesen, eine Gruppe davon, die sind Al-Asha'ira, die haben gesagt, wir nehmen die Bedeutung metaphorisch. Was mit metaphorisch? Die haben das Wort verfälscht. Die haben gesagt, Istawa hier bedeutet nicht, dass Allah empor erhoben ist oder über seinen Thron erhoben ist. Sondern die haben gesagt, das bedeutet hier eingenommen oder die Macht haben oder den Thron halten. Ja, wir brauchen nicht lange zu diskutieren. Wir sagen ja, dass Allah Macht über Thron hat und dass er den Thron hält und dass ihm Thron gehört. Ist das ein Thema zur Diskussion? Ich meine, gibt es einen Muslim, der das widerspricht, dass Allah alles hat und dass die Macht Allah über alles ist und dass Allah über alles verfügt? Das ist keine Diskussion. Wer hat das verleugnet oder wer hat das widersprochen? Aber woher habt ihr, dass Istiwa einnehmen heißt oder einnehmen bedeutet? Woher? Sie haben das von einem Dichter geholt. Dieser Dichter ist unbekannt, aber sie haben gemeint, das wäre von einem Achtal. Al-Achtal heißt er. Dieser Achtal war Alkoholiker und er war Christ. Wenn das von Al-Achtal wäre, Al-Achtal war Alkoholiker und Christ. Das wird sie verlassen, 3000 Beweise von Koran und Sunna. Und die nehmen etwas Gedicht von jemandem, der nicht bekannt ist. Und wenn er bekannt wäre, der wäre Al-Achtal, Alkoholiker, Christ. Und noch dazu, hört mal noch dazu, was Schönes ist. In der arabischen Sprache kennt man überhaupt nicht das Wort Istiwa in der Bedeutung von einnehmen. Es gibt sowas im Arabischen nicht. Es gibt sowas nicht. Auf keinen Fall, das ist eine klare Sache. Man kennt das überhaupt nicht. Ja, okay, warum macht ihr das? Da haben sie gesagt, ich sage euch warum. Da haben sie gesagt, ja, wenn ihr sagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist über dem Himmel, dann schreibt ihr Allah einen Platz zu. Wer hat gesagt, dass Allah Platz hat? Ja, und wenn ihr Allah Platz zuschreibt, dann vergleicht ihr Allah mit den Leuten. Dann, wenn. Das bedeutet immer sozusagen diese Folgerung. Folgerung, Resultat. Aber erstmal, die Folgerung hat, das ist wie eine Gleichung. Das hat sozusagen Resultat und das hat, wie heißt das am Anfang, die Folgerung? Ursache. Nein. Wir haben das in Mathematik, subhanallah. Gleichung, barakallahu fik. Gleichung, du hast eine Gleichung und du hast Resultat. Diese Gleichung muss erstmal richtig sein und das Resultat könnte richtig sein. Aber wenn das falsch ist, eure Gleichung und Beispiel, dann ist das Resultat auch falsch. Wer hat Allah mit seinen Geschöpfen verglichen? Keiner. Aber doch, wenn ihr sagt, ja, aber Allah sagt das nicht wir. Dazu, woher habt ihr diese Sache? Dass man sagt, die Bedeutung ist so. Dazu, wenn man sagt, Allah ist oben, und man sagt, das ist eine Eigenschaft, die Allah zugehörig ist. Und wir vergleichen nicht mit Menschen. Wir verkörperlichen, wir vermenschlichen. Dann wo ist das Problem?
Aber diese Leute, weil sie im Kopf, passt auf, weil sie bei sich selber verglichen haben und Allah verkörpert haben, sie wollten sagen, nein, wir sind diese Leute nicht, deshalb haben sie verleugnet. Möge Allah uns bewahren. Aber wir brauchen sowas nicht zu machen. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, das sind die Leute, die Bid'ah begangen haben. Man merkt, sie haben ihre Meinungen in der Religion gesteckt, ohne Wissen, und sie haben dann große Fehler gemacht. Manche von ihnen sind entschuldigt, weil sie damals gedacht haben, dass es nicht so wichtig ist, über diese Themen zu sprechen. Es gab für sie wichtigere Themen. Und die haben das einfach so genommen. Aber andere von ihnen, sie waren sozusagen, sie haben die Flagge von Bid'ah getragen und sie haben gegen eine Sunna schlecht gesprochen. Es gab von ein paar Jahren sozusagen, einer von ihnen oder vor weniger Zeit, gab es diese eine, der ist Al-Kawthari. War sehr schlimm. Der hat eine Sunna beschimpft und er hat sie erniedrigt und so weiter. Und er hat gelogen. Das Schlimmste ist gelogen. Er hat bestimmte Hadithe, die sahih sind, als schwach eingestuft, nur um seine Lüge sozusagen zu bestätigen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala deshalb barakallahu fikum. Das sind Beweise, klare. Was bedeutet Istawa? Istawa im Arabischen hat eine Bedeutung. Das heißt, irtafa'a, aufheben oder erheben, ala, in der Höhe gehen, heraufsteigen oder, ja. Das ist die arabische Bedeutung davon. Wa Abu Huraira, radiallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah s.a.w. yaqul, إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش. أبو هريرة sagt, ich habe den Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم gehört. Er sagte, Allah سبحانه وتعالى hat ein Schrift geschrieben, bevor er alles erschaffen hat. Meine Barmherzigkeit kommt meinem Zorn vor. Und dies ist bei ihm über dem Thron. Das ist bei ihm über dem Thron. Ist das deutlich oder nicht? Das ist deutlich dann. Das wird, es gibt hier in diesem Hadith, Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherzig, Allah subhanahu wa ta'ala hat Buch schreiben lassen und Allah subhanahu wa ta'ala wird zornig und Allah subhanahu wa ta'ala ist über dem Thron. Weil das steht Fawqa al-Arsh, über seinem Thron. Das Hadith ist bei Bukhari und Muslim und bei anderen. Warum Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib an der Nabi sallallahu alaihi wa sallam dhakara sab'a samat wa ma bainaha thumma qala وفوق ذلك بحر بين أعلاه أسفله كما بين أعلاه أسفله كما بين كما شو اليوم بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهن العرش ما بين أعلاه وأسفله diese Überlieferung ist schwach. Das war Abu Dawud und Tirmidhi und Ibn Majah. Das ist schwach. Das ist Hadith al-Aw'al. Hadith al-Aw'al. Das ist das Hadith von den Hirschen. Hirsch. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat die sieben Himmel erwähnt und was dazwischen ist. Und er sagte, und über den siebten Himmel ist nochmal mehr. Von oben bis unten ist wie zwischen Himmel und Himmel. Und danach kommen acht Hirsche. Kommen acht Hirsche zwischen ihren Bäuchen und ihren Knien zwischen Himmel und Himmel. Und über oder auf ihren Rücken ist der Thron Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Thron
zwischen oben und unten ist wie zwischen Himmel und Himmel. Und Allah ist über dem Ganzen. Aber diese Überlieferung ist schwach. Und weil diese Überlieferung schwach ist, dann brauchen wir nicht viel zu erwähnen. Obwohl wir haben dafür einen klaren Beweis. Allah ist über. So steht. Und وقالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومالك ابن أنس في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. أم سلمة die Frau vom Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم مالك ابن أنس der Imam Malik sie haben gesagt bezüglich الرحمن على العرش استوى die Ayah von Surah Taha die Surah 20 die Ayah 5. Er hat gesagt, Al-Istiwa ist bekannt. Das heißt, die Bedeutung von Istiwa ist bekannt. Das Wie ist unvorstellbar. Bestätigung von Al-Istiwa ist Glaube. Nicht-Bestätigung von Al-Istiwa ist Unglaube. Es gibt natürlich hier Schwäche in dieser Überlieferung. Aber das sagte der Lehrer von Al-Imam Malik, der hieß Rabi'a. Rabi'a hat das gesagt. Das wird Al-Istiwa'u ma'lum, oder Al-Istiwa'u ghair majhul, wal-Kayfu ghair ma'kul, wal-Imanu bihi wajib, wa-Su'alu anhu bidda, das war bezüglich Mastawa. Und Imam Malik auch selber hat das gesagt. Ein Mann kam zu Imam Malik, der hat ihm gesagt, Ar-Rahmanu al-Arsh istawa, Allah ist über seinen Thron empor erhoben. Wie? Hat er Istiwa gemacht? Al-Imam Malik sagte, Al-Istiwa'u ma'lum. Die Bedeutung von Istiwa ist bekannt. Das wird Allah, das ist Empor erhoben oder Erhebung. Und das Wie ist uns nicht bekannt. Oder wir können uns das nicht vorstellen. Dass man an Istiwa glaubt, ist Pflicht. Und dass man nach dem Wie fragt, nicht nach der Bedeutung von Istiwa, sondern nach dem Wie fragt, ist Bid'ah, Neuerung. Er hat den Leuten gesagt, tragt diese Person und schmeißt ihn raus. Der ist von Mubtadi'ah. Und diese Geschichte von Malik ist sehr bekannt. Diese Geschichte von Malik ist sehr bekannt, Barakallahu fikum. وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى أو إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى الزوج. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, Abu Hurairah hat das überliefert, das bei Bukhari Muslima, bei demjenigen, der meine Seele in seiner Hand hat. Wenn ein Mann seine Frau zum Bett aufruft und sie akzeptiert das nicht, dann wird derjenige, der über dem Himmel ist, mit ihr unzufrieden sein, bis ihr Mann zufrieden ist. Da wird ein Mann sagt seiner Frau, komm zum, ja, das ist Religion, ich meine, das ist so, das hat die Frau. Wer ist das, der macht hier, das ist Schnarchen? Ach, wir haben Angst bekommen. Das ist kein Schnarchen. Wenn ein Mann seine Frau, wenn ein Ehemann seine Frau aufruft, der will von ihr etwas, was Walid mag. Ja. Nur Walid? Ja, auch andere. Aber kein Problem. Ja. Ja. Der verlangt von ihr das, was die Männer verlangen. Nicht nur Walid. Und sie akzeptiert nicht oder sie lehnt ab. Sie lehnt ab. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr unzufrieden sein. Bis ihr Mann
unzufrieden ist. Und hier im Hadith steht, derjenige, der über dem Himmel ist. Derjenige, der über dem Himmel ist. Wer ist derjenige, der über dem Himmel ist? Ich meine, die könnten sagen, das ist ein Engel. Aber was hat Engel mit Zufriedenheit mit dem, der Frau hier war? Wir wollen, dass Allah mit uns zufrieden ist, nicht die Engel. Ja? Deshalb aufpassen. Das ist auch ein Beweis dafür. Und es gibt hier in diesem Hadith, dass Allah unzufrieden mit Leuten wird. Es gibt auch, dass Allah unzornig ist, wird, wenn man etwas Schlechtes macht. Das ist Barakallahu fikum auch sahih, dieses Hadith. فروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. Das wird schenkt ihr mir kein Vertrauen und ich bin der Vertraute von demjenigen, der über dem Himmel ist. Und mir, zu mir wird die Informationen vom Himmel kommen, früh und abend. Das ist auch bei Bukhari und Muslim. وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ. Ich bin der Vertraute von demjenigen, der über dem Himmel ist. Nur beweg seinen Kopf, nur beweg seinen Kopf, nur. Seinen Kopf bewegen. Leicht bewegen. وروى معاوية الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجاريته أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم ابن الحجاج وأبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي. معاوية بن الحكم السلمي berichtet, dass der Prophet Muhammad der Sklavin von Muawiyah sagte, wo ist Allah? Sie sagte, über dem Himmel oder in der Höheit. Er sagte, wer bin ich? Dann hat ihm gesagt, du bist der Gesandte Allahs. Der hat Muawiyah gesagt, lass sie frei, sie ist gläubig. Das ist in Sahih Muslim. Ich meine, manche Leute sagen, nein, das gibt es nicht. Und sagen, das ist, was ist, ne? Sahih Muslim, oder? Mal sehen, ob das steht in Sahih Muslim. Vielleicht reden wir von Sahih Muslim, ja. تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. Das steht hier in diesem Kapitel, Barakallahu fikum, حدثنا Abu Ja'far Muhammad ibn al-Sabbah wa Abu Bakr ibn Abi Shayba wa taqaraba fi lafd al-Hadith qala حدثنا Ismail ibn Ibrahim an Hajjaj al-Sawwaf an Yahya ibn Abi Kathir an Hilal ibn Abi Maymuna an Ata ibn Yasar an Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami qala bayna أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم أفين فان دي جشتر دان كومت يا دس سايني سكلافن وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما ياسفون لكني صككتها صكا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ائتني بها فأتيت بها فقالت لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة. Das ist ein Sahih Muslim hier. Ist das Sahih Muslim oder nicht? Ja. Und was sagt Imam al-Nawawi? Der sagte, قوله قالت في السماء يعني أنها ليست بمتخذة إلها سوى الله سبحانه وهو القاهر فوق عباده ليس كمثله شيء. وقيل في تفسير قوله تعالى آمنتم من في السماء أنه الله تعالى
على تأويل من في السماء سلطان. Bitte schön. Auch Imam al-Nawawi hat nicht gesagt, zum Beispiel, diese Überlieferung wäre schwach. Und das ist in Sahih Muslim. Und in Sahih Muslim steht, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wer, wo ist Allah? Wenn der Prophet das gefragt hat, dann wieso sagen die Leute, du darfst das nicht fragen? Übrigens, wenn du sagst, wo, das ist nicht immer nach dem Platz. Das stimmt nicht. Ich sage dir, wo ist dein Verstand? Heißt das, wo ist der Platz des Verstandes? Er sagt dir, liebst du mich? Du sagst ja, ich sage, wo ist deine Liebe? Das bedeutet platzmäßig? Deshalb wo? Das ist nicht nach dem Platz. Diese Leute lügen und betrügen. Wie sowas behaupten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und das ist in Sahih Muslim, alhamdulillah, dran. Ich meine, ich wollte, dass ihr das seht, ja. Nicht, dass diese Leute lügen und betrügen und sagen, diese Überlieferung wäre schwach und das stimmt nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Es gibt manche Leute, die lügen, aber wie? Die wollen eine Überlieferung, die schwach ist, und die wollen diese schwache Überlieferung als authentisch einstufen, damit sie die Hadithe gegeneinander sozusagen barakallahu fikum bringen, damit sie am Ende sagen, das ist schwach. Und wir haben einmal in Hadith-Lehre, habe ich euch das Ganze über dieses Thema barakallahu fikum erklärt. Diese Überlieferung, die hier ist, die ist klar. Und alle Überlieferer, die sind vertrauenswürdig. Und das ist in Sahih Muslim. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gefragt. Und der sagt, der Autor hier, schau dir, was er sagt. ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة في قول أين الله. Unwissender. Also es gibt keinen Unwissenden, mehr Unwissenden und kein Verstandlosen und kein Irregegangenen als derjenige, der behauptet, man darf nicht fragen, wo ist Allah. Trotz, dass derjenige, der uns diese Scharia erklärt hat, das gefragt hat, und das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdel Ghani al-Maqdisi, geboren 541 nach der Auswanderung und starb er 600 nach der Auswanderung. War er Wahhabi? Ibn Taymiyyah war noch nicht geboren. Ibn Taymiyyah war noch nicht geboren. Ibn Taymiyyah wurde im Jahre 661 geboren. Das bedeutet, dieser Mann starb und 61 Jahre ist Ibn Taymiyyah danach geboren. Ja, hier. Abu Osman al-Sabuni, was wir durchgenommen haben, das Gleiche. Der war auch vor diesem Mann, der war vor ihm auch ungefähr 100 Jahre. Al-Imam Malik hat das gesagt auch. Aber subhanallah, manche Leute, die wollen die Wahrheit nicht annehmen. Der Prophet fragte, Ein Allah, wo ist Allah? Der hat gesagt, über dem Himmel. Im Himmel hier, Fissama bedeutet in der Höheheit. Alles, was über dich ist, heißt Himmel. Ja? Deshalb, der hat gesagt, der ist oben. Allah subhanahu wa ta'ala ist in der Höheheit. Der hat ihm gesagt, wo bin ich? Du hast gesagt, was bringen diese Leute, die sagen, ja, der hat in Richtung Himmel gezeigt. Okay, wenn sie auch in Richtung Himmel gezeigt, was bedeutet das? Subhanallah. وروى أنس بن مالك قال كانت زينب بنت جحش تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات رواه البخاري. زينب بنت جحش Anas ibn Malik, barakallahu fikum, hat überliefert, dass Zainab bint Jahsh, die Frau von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sie hat sich sozusagen, sie hat sich stolz begeben.
als sie mit den anderen Frauen vom Propheten Muhammad s.a.w. gesprochen hat. Sie hat gesagt, eure Eltern haben euch verheiratet. Aber Allah hat mich dem Propheten Muhammad s.a.w. verheiraten lassen von über dem siebten Himmel. Von über dem siebten Himmel. Jetzt, was sagt sie? Allah. Er hat nicht gesagt Engel. Und er hat nicht gesagt Engel Allahs. Und es gibt hier arabischsprachemäßig keine Möglichkeit zu sagen, es fehlt etwas. Ist klar. Eure Eltern haben euch verheiraten lassen. Allah hat mich verheiraten lassen mit seinem Propheten von über dem siebten Himmel. Und dieses Hadith auch, barakallahu fikum, ist bei Bukhari. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمن عند موته وأنه يعرج بروحه حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والدارقطني. Auch Abu Huraira hat überliefert bezüglich des Hadithes, wenn der Gläubige stirbt und wenn seine Seele entzogen wird, dann kommen die Engel und die nehmen die Seele und die steigen auf in den bis zu siebten Himmel. In diesem Himmel Allah subhanahu wa ta'ala ist. So, was wird nochmal in diesem Himmel, das bedeutet, dass Allah in der Höhe ist. Es wird in der Höhe und nicht Platz. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala ist oben. Warum gehen sie mit der Seele nach oben, warum nicht nach unten? Und die gehen bis zum siebten Himmel, Allah gibt seine Zufriedenheit. Mit dieser Seele, dann kommt diese Seele zurück auf diese Erde. وروى أبو الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا لله الذي فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ رواه أبو القاسم الطبري في سننه بارك الله فيكم أبو الدرداء hat überliefert, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم gesagt hat, wenn jemand von euch Schmerzen hat oder wenn sein Bruder Schmerzen hat, dann sollte man sagen, unser Herr, der im Himmel ist, gesegnet ist dein Name. Dein Befehl ist im Himmel und Erde. Deine Barmherzigkeit ist im Himmel. Verzeih uns unsere Fehler und unsere Sünden. Du bist der Herr der Gütigen. Schenke uns oder bringe uns deine Barmherzigkeit vom Himmel. Und Gesundheit. Wenn man das sagt, dann wird man keine Schmerzen mehr haben. Oder dann wird man gesund werden. Das ist bei At-Tabari. Aber manche Gelehrten haben gesagt, das wäre Hassan. Und manche Gelehrten haben gesagt, das ist Daif. Also diese Überlieferung ist schwach. Dann sagte der Autor, وفي هذه المسألة أدلة من الكتاب والسنة يطول بذكرها الكتاب. ومنكر أن يكون الله في جهة العلو بعد ومنكر أن يكون الله في جهة العلو بعد هذه الآيات والأحاديث مخالف لكتاب الله منكر لسنة رسول الله. Das bedeutet, es gibt in dies bezüglich dieses Thema sehr viele Beweise vom Koran und von Sunna. Man braucht dafür sehr viel in diesem Buch. Und derjenige, der das verleugnet, dass Allah subhanahu wa ta'ala in der Höhe ist, verleugnet das Buch Allah subhanahu wa ta'ala und verleugnet die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie ich schon gesagt habe, es gibt 3000 Beweise. 3000 Beweise. Dann sagt der Autor, وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسْ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ وَعِلْمُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ لَا يَخْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانٍ. Malik sagte, Allah ist über dem Himmel. Und sein Wissen ist überall.
ولا يخلو من علمه مكان. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala kennt alles. Kennt alles, alle Plätze und sein Wissen ist überall. وقال الشافعي خلافة أبي بكر حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه. Die Khilafa von Abu Bakr ist eine wahrhaftige Sache, die Allah, passt auf, im Himmel beschlossen hat. Und er hat die Herzen von den Gefährten von unserem Propheten Muhammad s.a.w. damit zusammengebracht. وقال عبد الله بن مبارك نعرف ربنا فوق سبع سماوات باهنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهنية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض. عبد الله بن مبارك der war Tabi'i. Der hat gesagt, wir wissen, dass Allah, dass unser Herr, über dem siebten Himmel ist. Und er ist getrennt von seinen Geschöpfen. Und wir sagen nicht wie Jahmiya, die behauptet haben, Allah wäre hier. Und er hat in Richtung Boden gezeigt. Weil diese Jahmiya, die haben gesagt, Allah ist überall. Er wird hier, in dir. Wird Allah subhanahu wa ta'ala. Das wird aus dem ganzen Barakallahu fikum. Man sollte etwas verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala ist über uns. Allah subhanahu wa ta'ala ist in der Höheheit. Und gibt dafür tausende von Beweisen. Und trotzdem gibt es Leute, die das verleugnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.